Willkommen und grüß Gott bei meiner zauberhaften Welpenschau. Ich möchte bitte alle herzlichst einladen, meine Homepage zu besuchen. Da garantiere ich, ich zaubere ein Lächeln in jedes Gesicht und jedem geht da das Herz auf. Heute zu Besuch bei meinen Kollegen tue ich Golden Retriever filmen. Die haben einen tollen Wurf gekriegt mit Goldis. Und das, was man wirklich nicht mehr so oft sieht, sind Goldis mit schöner Farbe. Da in einem kleinen Spieleparadies haben sie natürlich die verschiedensten Sachen und können alles ein bisschen ausprobieren. In der Welpenentwicklung ist es ganz wichtig, dass man ihnen verschiedene Spielsachen bietet, dass viele unterschiedliche Erfahrungen machen können, was Geräusche angeht und Erlebnisse, egal ob das jetzt Radio, Staubsauger ist oder der Nachbar sein Gucki hat. Wichtig ist, sie müssen immer was erleben. Jeder Reiz löst natürlich aus, dass sie quasi das Gehirn weiterentwickelt und der Hund lernt und man sagt ja immer, umso neugieriger ein Welpe ist, umso besser ist es. Ich weiß gar nicht, welchen das ich zuerst filmen sollte, weil jeder so putzig und lieb ist. Eine ganz wichtige Erfahrung sind auch Geräusche. Da fährt jetzt ein Lastauto vorbei, die Hunde schauen neugierig, sind leicht angegruselt. Aber das ist völlig okay und so lernen sie halt einfach mit den Geräuschen der Umwelt fertig zu werden und umzugehen. Die Mutterhündin ist natürlich aufgeregt, das ist immer so, wenn fremde Leute da sind und blöd umeinander filmen und umeinander stehen, das stresst. Aber man kann sehen, es ist eine wunderschöne Hündin mit ganz klasse Farbe und das ist bei den Goldie schon sehr selten anzutreffen, weil viel zu oft werden sie fast ins Weiße gezüchtet. Wie ihr jetzt bei der Hündin auch sehen habt, Kinder, wenn die Welpen in der 7. Woche sind, bis da ist, dann ist die Milch so gut wie versiegt und die Hündinnen sind eher schon angenervt von den Jungen, weil die werden jetzt schon langsam flügge und werden in ein paar Tagen geimpft und dann sind sie so Schritt für Schritt schon abgabereif. Und man kann das ganz gut vergleichen wie mit unseren Kindern. Wenn die 18 sind, dann sagst du auch, so, jetzt ist Hexezeit, das Haus zu verlassen. Eine der ganz großen Schwierigkeiten ist natürlich, dass man die Welpen alle aufs Bild bringt, weil es läuft immer irgendeiner weg, sind halt richtige Mauser. Wo sind denn meine Schatzilein? Wie ich schon gesagt habe, die größte Schwierigkeit ist, dass man alle ins Bild kriegt. Jetzt versuche ich es einmal mit Kamera ruhig stand. Vielleicht funktioniert das und ich laufe einmal durchs Bild, vielleicht verfolgen sie mich ja. Was sind denn die Puppis? Puppi. Ja, da sind sie, die kleinen Gaustis. Ojo, die Mojo. Oh, so niedlich. Oh, so kleine wilde Goldie. Super. Die ganze Schar. Jetzt sind sie natürlich alle da, wo ich bin. Der Bewegungsdrang bei Welpen ist natürlich enorm. Die können da wirklich eine Stunde am Stück umtreffen und dann auf einmal fallen sie alle um, wie wenn die Giftgaswolken gekommen waren und dann schlafen sie ein wie Babys beim Spielen. Von der Größe her sind sie ein bisschen unterschiedlich. Der kleine Dunkle da ist ein kleiner Rüde. Und es sind hellere und dunklere dabei. Aber wie ich schon gesagt habe, wunderschön in der Farbe Gold. Das sieht man halt leider nicht mehr sehr häufig. Okay, soweit so gut. Wer Interesse hat, meldet sich einfach bei mir und ich stelle den Kontakt zum Züchter her. Und dann könnt ihr schon bald Goldi-Besucher und Besitzer werden. Baba, danke fürs Zuschauen.
Baba.